Wer enthält sich? Damit ist diese Beschlussempfehlung mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Opposition angenommen worden. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 2 und 3. Erste Beratung des von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Strafgesetzbuches zur Streichung des Majestätsbeleidigungsparagrafen, Paragraf 103 des Strafgesetzbuches, sowie erste Beratung des von der Fraktion Die Linken eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Strafgesetzbuches, Neuordnung der Beleidigungsdelikte. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre dazu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Und ich eröffne die Debatte, wenn der Kollege Axel Schäfer den Blick freigibt. Als erster Redner in der Debatte hat Herrn Christian Ströbele von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht, mit dem wir die Streichung des Paragraphen 103 im Strafgesetzbuch erreichen wollen, und zwar nicht erst in der nächsten Legislaturperiode, sondern jetzt, und zwar sofort, mit der Veröffentlichung im Gesetzblatt. Wir brauchen in Deutschland keinen Strafrechtsschutz gegen Majestätsbeleidigung. Der Majestätsbeleidigungsparagraf passt in unsere Gesellschaft nicht mehr rein. Er ist auch nach Auffassung der Kanzlerin entbehrlich. Ich sage, er ist nicht nur entbehrlich, sondern er ist auch gefährlich, weil, wie Kommentatoren immer wieder zu den Paragraphen auch geschrieben haben, er verführt dazu, dass Despoten versuchen, mithilfe dieses Paragraphen Kritik an ihren Fehlhandlungen öffentlich werden zu lassen. Das war schon immer eine Gefahr, und dem wollen wir vorbeugen. Wir brauchen einen solchen Schutz auch nicht, denn auch Majestäten sind Menschen, und alle Menschen sind durch den Paragraph 185 vor Beleidigungen geschützt. Wir müssen da nicht Unterschiede machen, schon gar nicht in einer demokratischen Gesellschaft, wo es ja eigentlich gar keine Majestäten mehr geben soll. Nun sind, wenn man so die Zeitung liest und die Kanzlerin im Fernsehen erlebt, eigentlich alle dafür, das abzuschaffen, diese Vorschrift. Da fragt man sich, wo ist eigentlich das Problem? Sie haben ja noch ein Problem, habe ich heute Morgen im Fernsehen gesehen, dass Sie noch das Außenministerium einbeziehen wollen. Aber die Kanzlerin hat ja schon angekündigt, dass ein Gesetzentwurf von der Bundesregierung vorgelegt wird. Ich nehme an, das hat sie auch mit Ihnen abgesprochen. Und der Bundesjustizminister hat auch schon einen Entwurf fertiggestellt. Der liegt also auch da. Wenn sich hier alle einig sind, woran liegt es, dass das nicht ganz schnell verabschiedet werden kann? Und da sage ich, das Problem ist die Majestät Erdogan, die ein nachhaltig gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit, zur Meinungsfreiheit und zur Kunstfreiheit hat. Und das Problem ist die Kanzlerin, die versucht, diesem Herrn Erdogan, dieser Majestät, alles recht zu machen. Und daraus kommt dieses Problem, mit dem wir uns heute hier zu beschäftigen haben. Die Kanzlerin hat am 15. April eine Erklärung abgegeben im Fernsehen, in der sie erklärt hat, das ist, glaube ich, einmalig in der Geschichte, sie ermächtigt ein Ermittlungsverfahren und Strafverfahren gegen Herrn Böhmermann auf den Antrag, den Strafantrag des Herrn Erdogan hin, und sie gibt die Ermächtigung dafür. Gleichzeitig, im gleichen Atemzug, also zwei Sätze später, sagt sie, aber diese Vorschrift wollen wir abschaffen. Allerdings erst im Jahr 2018 soll das in Kraft treten, also in der nächsten Legislaturperiode. Das ist ein Vorgang, glaube ich, so einen hat es noch nicht gegeben, jedenfalls habe ich einen solchen noch nicht miterlebt.
Und die Kanzlerin, und jetzt kommt das Nächste, die Kanzlerin sagt, na ja, wir machen das ja nur, weil wir uns in die Justiz nicht einmischen wollen. Weil die Justiz soll natürlich entscheiden darüber, ob da ein Straftatbestand gegeben ist und ob man bestrafen soll. Das ist ja richtig. Nur darum geht es überhaupt nicht. Die Justiz wird sich mit diesem Fall ohnehin beschäftigen und wird klären, ob das eine Beleidigung war, was Herr Böhmermann gemacht hat, ob es dafür Rechtfertigungsgründe gibt, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit. Das wird ohnehin die Justiz machen. Hier ging es um eine politische Entscheidung der Kanzlerin. Gibt sie die Ermächtigung? Und das ist nur in ganz wenigen Vorschriften des Strafgesetzbuches vorgesehen, dass die Bundesregierung eine Ermächtigung geben muss. Die muss sich natürlich nach politischen Überlegungen richten. Das Schlimmste aber ist daran, dass die Kanzlerin nicht sagt, worum es eigentlich geht. Und die Verlogenheit dieser Politik führt zu Unzufriedenheit in der Gesellschaft überall. Sie sagt nicht, dass es darum geht, dass sie Herrn Erdogan besuchen wollte und dass sie das Klima und die Stimmung dafür vorbereiten wollte, dass sie ihm Recht gibt und sagt, das wird jetzt hier in Deutschland verfolgt. Ich habe die Ermächtigung erteilt. Dieser Kotau vor der Stimmungslage von Herrn Erdogan, dieser Majestät oder dieses Sultans, das ist der eigentliche Grund und das darf deutsche Politik nicht bestimmen. Das darf auch nicht bestimmen, ob ein Strafverfahren durchgeführt werden ist. Das sind keine politischen Überlegungen. Die Kanzlerin weigert sich, die eigentlichen Gründe hier im Deutschen Bundestag in der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Man kann ja auch darüber diskutieren, was tun wir alles für ein gutes Verhältnis zu der Türkei und was tun wir nicht, wo ist da die Grenze. Aber sie kann nicht drum herum reden. Wir verlangen von ihr, dass sie sagt, warum sie so entschieden hat und dass sie diese ihre Auffassung hier zur Diskussion stellt. Der lange Rede, kurzer Sinn. Wenn alle dafür sind, laden wir Sie ein, für unseren Gesetzentwurf zu stimmen. Sie können auch, Herr wir sind Kollege, da ganz Sie flexibel, zum Schluss kommen, einige auch wenn Sie Zusätze nicht dazu machen, haben wir gar nichts dagegen. Wir wollen nur, dass das Inkrafttreten dieser Streichung nicht erst in die nächste Legislaturperiode verschoben wird, wer weiß, was dann ist, sondern wir wollen die vom Fall Böhmermann lostrennen, dann sind Sie auch die ganzen Probleme mit Herrn Erdogan los, weil in dem Augenblick kann das Verfahren gegen Herrn Böhmermann nicht mehr durchgeführt werden. Als nächster Redner hat Volker Ulrich von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren heute zwei Anträge zur Neuregelung des Paragraphen 103 Strafgesetzbuch. Und ich möchte vorausschicken, dass wir nicht den Fehler tun sollten, ein Einzelfallgesetz zu debattieren, sondern es geht um die Regelung von Straftaten gegen ausländische Staaten. Und vorausgeschickt sei auch, dass bei der Frage von Meinungs- und Pressefreiheit eines festgestellt wird. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Sie ist schlichtweg konstituierend für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Sie ist sehr weitgehend und diejenigen, die im öffentlichen Leben stehen, müssen viel ertragen. Aber die Meinungsfreiheit ist auch nicht grenzen- und schrankenlos, sondern sie findet ihre Grenzen im Recht und in der Würde des anderen. Es ist ein Grundrecht in der Abwägung und kein solches ohne Grenzen. Über den Paragraphen 103 Strafgesetzbuch lässt sich sehr trefflich streiten. Wenn man sich die Debatte der letzten Wochen so ansieht, ist erstaunlich, wer sich alles zu 103 Strafgesetzbuch geäußert hat und wer dessen sofortige Streichung verlangte. Teilweise erweckt der Eindruck, dass manche die Vorschrift sofort streichen wollte, ohne überhaupt zu wissen, dass sie jemals existiert hat. Offenbar plant auch Justizminister Maas, den Paragraphen 103 sofort abzuschaffen. Aber wenn es ein solches Bedürfnis gäbe, jetzt sofort zu handeln, warum hat er es dann nicht vorher getan? Warum jetzt erst einzelfallbezogen? Meine Damen und Herren,
von einem Parlament wird nicht erwartet, und das sollte nicht unser Leitbild sein, zu schnell und zu hektisch zu handeln und Gesetzgebungsverfahren am derzeitigen Erregungsgrad sozialer Medien festzumachen. Gesetzgebung braucht klare Orientierung, Nachdenken, Verlässlichkeit und Sorgfalt. Wir brauchen eine ernstzunehmende Verantwortung und keine Schnellschüsse. Das gilt insbesondere für das Strafrecht. Der Strafanspruch des Staates ist die einschneidendste Form, wie der Verfassungsstaat seinen Bürgern gegenübertritt. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates. Und deswegen hat der Gesetzgeber besondere Sorgfaltspflichten, wenn er über strafrechtliche Normen debattiert. Und diese Sorgfaltspflicht, meine Damen und Herren, lassen die Anträge der Grünen und der Linken stark vermissen. Man könnte den Eindruck gewinnen, es geht ihnen gar nicht um Strafgesetzgebung, sondern darum, auf der Welle der ansonsten berechtigten Kritik gegen Erdogan zu surfen und damit taktische Handel zu produzieren und keine sorgfältige Gesetzgebung. Das ist mit uns nicht zu machen. Sie sprechen zunächst vom Majestätsbeleidigungsparagrafen. Der Begriff des Majestätsbeleidigungsparagrafen hat in letzter Zeit vornehmlich die Boulevardpresse gebraucht. Das mag zur Vereinfachung eines Sachverhaltes zutreffend sein. Er ist aber fehl am Platz, wenn es um konkrete Rechtsfragen geht. Und ich sage Ihnen, unsere Fraktion ist nicht bereit, im Strafrecht eine Boulevardisierung der Begriffe und der Politik zu akzeptieren. Wir arbeiten hier sorgfältig. Die Majestätsbeleidigung ist zunächst einmal die Beleidigung des eigenen Staatsoberhauptes, sofern er ein Monarch ist. Aber der Paragraph 103 Strafgesetzbuch schützt gar nicht in erster Linie die Ehre. Geschützt werden die auswärtigen Beziehungen des Bundes, die Integrität von auswärtigen Delegationen, Diplomaten, also der Respekt zwischen den Völkern und das Funktionieren des Völkerrechts. Das ist das Schutzgut. Das bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen. Und der 103 Strafgesetzbuch steht nicht allein. Er ist eingebettet in ein System von weiteren Normen, beispielsweise auch der Schutz von ausländischen Flaggen und Hoheitszeichen. Wenn man den Paragraphen 103 Strafgesetzbuch isoliert streichen würde, hätte man folgendes Ergebnis. Wenn Sie einen auswärtigen Diplomaten oder einen Regierungschef eines anderen Landes anspucken und Sie treffen sein Gesicht, werden Sie nach Ihrer Rechtsart weniger hart bestraft, als wenn Sie die Flagge treffen, die am Auto angebracht ist. Das ist doch ein Wertungswiderspruch, der nicht sein kann. Deswegen sollte man die gesamten Paragraphen lesen. Den Paragraphen lesen, der davor sich befindet und der sich danach befindet. Das lernt man im ersten Semester Strafrecht. Und nun zum Antrag der Linken. Kern Ihres Antrags ist die Streichung der Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Aus unserer Sicht muss die Verunglimpfung des Bundespräsidenten bleiben. Nicht deswegen, weil der Bundespräsident als Person mehr Ehrenschutz verdient hätte als ein normaler Staatsbürger. Da befindet sich auch der erste Bürger dieses Landes auf der gleichen Ebene. Aber wir schützen, indem wir den Bundespräsidenten schützen, auch unser eigenes Verfassungssystem. Wir schützen den Respekt vor dem gewählten Staatsoberhaupt und die Selbstachtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Daran werden wir nichts ändern. Trotzdem werden wir die Straftaten gegen ausländische Staaten einer konkreten, aber auch einer verantwortlichen und klug abgewendeten Reform zuführen. Wir müssen darüber diskutieren, ob die Strafrahmen zueinander passen. Ob es sein kann, dass die Strafrahmen bei den Beleidigungsdelikten höher sind oder tiefer sind als im Bereich 102, 103, 104a Strafgesetzbuch. Wir müssen darüber reden, ob wir die Verfolgungsermächtigung durch die Bundesregierung beibehalten, die übrigens auch ihre Entsprechung hat
in der Strafantragsbefugnis, wenn jeder Einzelne beleidigt wird. Wir müssen darüber reden, ob sie beibehalten wird oder ob wir sagen, es ist Aufgabe des Rechtsstaats und der unabhängigen Gerichte nachzuprüfen, ob eine Beleidigung vorlag oder nicht. Wir müssen uns überlegen, wie wir Hoheitszeichen und Flaggen von ausländischen Delegationen schützen, wenn sie sich in offizieller Mission in Deutschland befinden und auch den Respekt dieses Landes verdient haben. Das sind Fragen, in denen wir uns in Ruhe Zeit nehmen sollten, sie zu lösen und anzusprechen. Nur kurzfristig zu sagen, es gibt eine gewisse Empörung in diesem Lande und darauf ändern wir das Strafgesetzbuch, das ist etwas, was unsorgfältig ist und wo die Menschen zu Recht sagen, das ist doch ein kurzfristiges Handeln der Politik, gegen das wenden wir uns zu Recht. Ja, wir sind auch empört darüber, dass in vielen Teilen der Welt Presse- und Meinungsfreiheit nicht in diesem Maße gewährleistet wird, wie sie gewährleistet werden müsste. Wir sind empört darüber, dass auch ausländische Politiker von diesem Rechtsstaat Gebrauch machen in Deutschland und diesen Rechtsstaat in Anspruch nehmen dürfen, obwohl sie ihn selbst in ihrem eigenen Lande nicht im gleichen Maße gewährleisten. Auch das muss man sagen. Aber Kollege, das lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Bitte. Okay. Ja, Herr Kollege, ich höre Ihnen ja mit großem Interesse zu und frage mich, mit wem Sie das alles abgestimmt haben. Ich lese hier Ihnen mal nur einen kleinen Satz vor der Kanzlerin am 15.04.2016. Da steht abschließend dieser bekannten Rede, die ja immer wieder gesendet worden ist, steht, wir werden deshalb einen Gesetzentwurf zu seiner Aufhebung, gemeint ist § 103, vorlegen. Wir werden vorlegen. Die Frage ist doch geklärt, oder sollen wir der Kanzlerin nicht mehr glauben? Herr Kollege Ströberle, in diesem Lande werden die Gesetze durch das Parlament gemacht, nicht durch die Bundesregierung. Und ja, das sollten Sie wissen. Und deswegen kann die Bundesregierung gerne einen Vorschlag machen. Wir werden in Ruhe debattieren, wir werden eine Anhörung darüber machen. Wir werden aber nicht dem süßen Gift erlegen, ein Einzelfallgesetz zu machen, das verfassungswidrig wäre und das nur einer temporären Empörung entsprechen würde. Wenn es Wir haben die Verpflichtung in diesem Hohen Hause, gerade im Bereich des Strafrechts, sehr besonnen, klug und verlässlich zu agieren. Das werden wir machen und wir werden diese Aufgabe wahrnehmen. Aber nicht, indem wir heute einen untauglichen und inhaltlich nicht abgestimmten und auch nicht sehr guten Vorschlag Ihnen zustimmen. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Harald Petzold von der Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Besuchertribünen. Jetzt haben wir es also amtlich von der Unionsfraktion bekommen, dass die Kanzlerin offensichtlich den Vorschlag für ein verfassungswidriges Gesetz gemacht hat. So starken Tobak hat noch nie ein Unionsvertreter hier am Rednerpult abgelassen. Aber ich möchte eigentlich meine Rede mit etwas anderem beginnen, nämlich mit einem Zitat. Mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch, Herr Präsident. Zitat Ende, ist in diesem Haus mal gesprochen worden. Der Urheber dieses inzwischen historischen Zitatjuwels aus der deutschen Parlamentsgeschichte kam damals glimpflich davon. Das lag vielleicht auch daran, dass Richard Stücklen, der Vizepräsident der damaligen Sitzung, also der seinerzeit gemeint war, über einen gewissen Restposten von Humor verfügte. Vielleicht. Und ich habe mir mittlerweile sagen lassen, dass das A-Wort in Stücklens bayerischer Heimat manchmal sogar eine Art Belobigung sein soll. Der, ich zitiere wieder, nervenkranke Despot vom Bosporus ist dagegen ein eher missmutiger
Zeitgenosse. Das wissen die am besten, die unter ihm zu leiden haben. Und er gehört mit Sicherheit zum Kreis derjenigen, die diese Art bayerischer Belobigung allemal verdient hätten. Und ich frage, ob noch ein paar Namen mehr gefällig sind. Assad in Syrien, Kim Jong-un in Nordkorea, Omar al-Bashir in Sudan. Jeder Einzelne aus dieser Reihe, dieser Blutrünstigen, steht unter dem Schutz des Paragraphen 103 unseres Strafgesetzbuches. Und aus Staatsräson darf ich keinen dieser mordlüsternen Spießgesellen so kritisieren, wie das eigentlich nötig wäre, weil ich Gefahr laufe, sie damit zu beleidigen. Im Übrigen, der Kollege Orbán in Ungarn ist auch keiner, dem die Presse- und Meinungsfreiheit besonders am Herzen liegt, oder der Kollege Kaczynski in Polen, oder der Kollege Putin in Russland. Und von Donald Trump erhoffe ich mir, dass er nie in die Gesellschaft derjenigen vorrückt, die die Privilegien des Paragraph 103 genießen. Meine Damen und Herren, dieser Paragraph muss fallen. Und Herr Kollege Ulrich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie wollen eigentlich gar nicht, dass dieser Paragraph gestrichen wird. Warum will es die Bundeskanzlerin ansonsten erst ab 2018? Und was spricht gegen eine sofortige Streichung, wie die anderen Fraktionen das einfordern? Hierfür kann es aus unserer Sicht nur eine Erklärung geben. Hier soll wieder der Öffentlichkeit eine der berühmten märkischen Beruhigungspillen verpasst werden, damit man ein Problem aussitzen kann. Denn erst mit Ihrer verhängnisvollen Kommentierung des sogenannten Schmähgedichts von Herrn Böhmermann hat die Staatsaffäre Böhmermann erst wirklich begonnen. Und jetzt wollen Sie einfach Gras über die Sache wachsen lassen und dann so weitermachen wie bisher. Das macht die Linke nicht mit. Meine Damen und Herren, das Strafgesetzbuch regelt Beleidigungsdelikte grundsätzlich in den Paragraphen 185 und fortfolgende. Die Beleidigungsdelikte umfassen neben der Beleidigung auch die üble Nachrede und die Verleumdung. Und dennoch enthält das deutsche Strafrecht seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs einen Anachronismus, der nicht nur seinesgleichen sucht, sondern der auch die Gleichheit aller vor dem Gesetz aushebelt, die sogenannten Sonderbeleidigungsdelikte. Das sind die Regelungen über die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten, also dieser Paragraph 103, die Verunglimpfung des Bundespräsidenten, der Paragraph 90, sowie die üble Nachrede und Verleumdung von Personen des politischen Lebens, der Paragraph 188. Diese Sonderregelungen verstoßen gegen unser freiheitlich-demokratisches Grundverständnis, denn im Artikel 3 steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Weder der türkische Präsident, noch der Bundespräsident, noch Personen des politischen Lebens sind gleicher. Und niemand kann die Frage beantworten, warum wir Politikerinnen und Politiker gleicher als unsere Wählerinnen und Wähler sein sollen. Die Linke ist die einzige im Bundestag vertretene Kraft, die neben der Abschaffung des Paragraphen 103 Strafgesetzbuch auch die Abschaffung dieser eben genannten Sonderparagraphen fordert. Es ist einfach Inkonsequenz, den besonderen Schutz ausländischer Staatsoberhäupter abschaffen zu wollen und den des eigenen beizubehalten. Deswegen sagen wir, wer auf halber Strecke stehen bleibt, indem er es nur bei einer Streichung des Paragraph 103 des Strafgesetzbuches belässt, der offenbart entweder, dass es ihm oder ihr nicht um die Sache geht, sondern nur darum, einer aktuellen Stimmung hinterherzulaufen, oder dass sie oder er ein seltsames Verständnis unseres Grundgesetzes hat, meine Damen und Herren. Dazu kommt, dass an verschiedenen Stellen des Strafgesetzbuches die Strafverfolgung von einer sogenannten Verfolgungsermächtigung abhängig gemacht wird. Ohne eine solche Verfolgungsermächtigung kann die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf die im Einzelnen genannten Straftaten nicht tätig werden. So auch im Falle Böhmermann. Und so wurde die Kanzlerin zur de facto Anklägerin. Und das erinnert eher an Feudalabsolutismus. Auf jeden Fall widerspricht es der Gewaltenteilung in unserem Land. Denn ob eine Strafverfolgung stattfindet, obliegt einzig und allein der Judikative, meine Damen und Herren. Linke, SPD und Grüne haben zu Recht die Verfolgungsermächtigung durch die Bundesregierung im Falle Böhmermann kritisiert. Die drei SPD-Minister haben sogar im Kabinett ihre ewige Oppositionsrolle wieder heldenhaft gespielt. Aber auch hier ist die Linke
wieder mal die einzige im Bundestag vertretene politische Kraft, die durch eine Streichung dieser Verfolgungsermächtigung im Strafgesetzbuch eine strikte Gewaltenteilung einfordert. Liebe Besucherinnen und Besucher, die können damit sehen, Die Linke bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Wir denken die Sache mit unserem Gesetzentwurf konsequent zu Ende. Und an die Kolleginnen und Kollegen der SPD möchte ich abschließend folgende Worte richten. Sollten Sie wirklich ein ernsthaftes Interesse an der Umsetzung Ihrer Ankündigungen haben oder an der Ankündigung von Justizminister Heiko Maas, so nutzen Sie die vorhandene parlamentarische Mehrheit hier im Deutschen Bundestag und stimmen unserem oder wenigstens dem Gesetzentwurf der Grünen zu. Und wenn Sie mir jetzt wieder sagen wollen, das sei mit Ihrem Koalitionspartner, das sei mit der Union nicht zu machen, dann frage ich Sie allen Ernstes mit den Worten Ihres Neumitglieds, der Putzfrau Susanne Susi Neumann, warum bleibt ihr dann bei den Schwatten? Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Dr. Eva Hegel für die SPD-Fraktion das Wort. Ich muss aber ein ganzes Stück runterfahren hier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, auch die Kunstfreiheit sind höchste Schutzgüter unseres Grundgesetzes. Sie stehen in Artikel 5 an prominenter Stelle und werden dort garantiert. Und sie sind nicht verhandelbar. Die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung. Alle Menschen genießen gleichermaßen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und auf Achtung ihrer Würde. Alle Menschen, egal ob sie arm oder reich, groß oder klein, dick oder dünn sind, ob sie Ausländer oder Inländer, ob sie Politiker oder nicht sind. Die Ehre eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin ist gleich viel wert. Und deshalb soll das Strafrecht alle Menschen ohne Ansehen der Person vor tätlichen Angriffen und auch vor Beleidigungen und Verleumdungen schützen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und der Fall Böhmermann hat uns vor Augen geführt, dass wir im Strafrecht einige Sondertatbestände haben, die vielleicht einige schon gekannt haben, einige aber vielleicht auch nicht. Ich gucke jetzt einfach mal in die Runde. Und die uns zu der Überlegung geführt haben, diese Sondertatbestände zu streichen. Und das finde ich absolut in Ordnung, dass wir darüber nachdenken, anlässlich eines Einzelfalls. Das ist absolut in Ordnung. Das heißt nicht, dass wir immer auf einen Einzelfall reagieren, aber dass wir einen Einzelfall zum Ausgangspunkt nehmen, um zu erkennen, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht so sind, wie wir das regeln sollen. Und da stimmen wir als SPD-Bundestagsfraktion absolut mit der Bundeskanzlerin überein, dass der 103 gestrichen werden soll. Und das haben wir im Übrigen als erste Bundestagsfraktion, da lege ich hier auch ein bisschen Wert drauf, schon am 12. April öffentlich gefordert, unser Fraktionsvorsitzender, dass der 103 gestrichen werden muss. Und dabei bleiben wir auch. Und ja, der 103 stammt aus einer vordemokratischen Zeit. Es war die Majestätsbeleidigung. Und ich glaube, wir sind uns doch hier in diesem Haus alle einig, dass dieser Paragraph nicht mehr in unsere Zeit passt. Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter wird schärfer sanktioniert als die normale Beleidigung. Und der Fall Böhmermann hat gezeigt, dass genau diese an sich gut gemeinte Regelung, die nämlich die diplomatischen Beziehungen schützen soll, das gerade nicht tut, sondern sogar zum Gegenteil führt, nämlich zur diplomatischen Verwicklung. Denn neben dem ohnehin überzogenen Ehrenschutz, wie ich das eben schon dargelegt habe, führen auch die Voraussetzungen der Strafverfolgung zu Verwicklungen und zu Schwierigkeiten, nämlich beim Paragraph 104a. Das vorgesehene Strafverlangen der türkischen Regierung hat zu Recht bei uns allen hier Befremden ausgelöst. Ich glaube, das gilt für viele hier im Haus. Denn die Türkei, gerade die Türkei, hat kein besonders gutes Verhältnis zu Presse- und Meinungsfreiheit. Und das können wir nicht nur in den letzten Tagen und Wochen auch beobachten. Präsident Erdogan hat seit seinem Amtsantritt rund 2000 Strafverfahren wegen angeblicher Präsidentenbeleidigung einleiten lassen. Auch das gehört in unsere Diskussion. Und vor diesem Hintergrund und wegen des hohen Schutzes der Meinungsfreiheit ist die Ermächtigung der Bundesregierung zur Strafverfolgung nicht vermittelbar in der Öffentlichkeit und auch die absolut unzeitgemäß. Denn damit wird das Verhalten von Privatpersonen, wie im Fall Böhmermann, zu einer Staatsaffäre. Und deswegen ist
der 104a auch zu streichen. Und was ich besonders problematisch finde, meine Damen und Herren, ist, dass es sich ja im Fall Böhmermann gar nicht um eine normale Beleidigung handelt, sondern im Kontext einer Satiresendung geäußert wurde. Deswegen ist auch sehr kritisch zu beleuchten, dass nicht nur 104a grundsätzlich falsch ist und zum Gegenteil führt, sondern dass wir es auch gar nicht zulassen dürfen, dass ausländische Regierungen diese Vorschriften des Strafgesetzbuches zu ihren politischen Zwecken missbrauchen. Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir hier miteinander auch erörtern müssen, denn es führt dazu, dass letztendlich die Bundesregierung durch diese Ermächtigung, die erteilt werden muss, in eine politische Zwangslage kommt, in der man eigentlich nur falsch handeln kann, in der es fast kein richtig gibt. Und das hat ja auch gezeigt, dass die Bundesregierung erstens nicht einer Meinung war bei dieser Entscheidung und zweitens es sich auch zu Recht sehr schwer gemacht hat, ob diese Ermächtigung erteilt werden soll. Und wenn es zu diplomatischen Störungen kommt, dann führt diese Ermächtigung der Bundesregierung in 104a gerade zu dem Gegenteil dessen, was sie eigentlich bewirken soll, nämlich die diplomatischen Beziehungen zu schützen. Und deswegen sagen wir ganz deutlich, dass es schwierig war, dass die Bundesregierung die Ermächtigung erteilt hat. Das ist, habe ich eben schon gesagt, das ist ja auch unterschiedlich bewertet worden. Ich persönlich habe es für einen Fehler gehalten und viele andere in der SPD-Bundestagsfraktion und auch die SPD-Minister auch. Und wir müssen auch gucken, dass da kein politischer Schaden entsteht. Denn dadurch, dass allein der Eindruck entsteht, man habe sich von Erdogan in die eine oder andere Richtung lenken lassen, ist ja schon politischer Schaden entstanden. Und es ist absolut richtig, dass die Bundeskanzlerin direkt bei der Erklärung, dass die Ermächtigung erteilt wird, gesagt hat, es ist Zeit, den 103 StGB aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, weil er nicht in unsere Zeit passt. Deswegen, 103 muss weg, da sind wir uns hoffentlich auch alle einig. Und die SPD-Bundestagsfraktion sagt, auch 104a muss weg. Das sagen die Grünen leider nicht. Da haben sie noch eine Lücke in ihrem Vorschlag, wie ich finde. Und die Linken gehen leider nicht weit genug mit ihrem Vorschlag, finde ich, weil sie den 104a noch lassen, nur die Ermächtigung der Bundesregierung rausstreichen, aber das Verlangen des Staates auf Strafverfolgung leider nicht streichen. Deswegen sind beide Anträge nicht geeignet, hier beschlossen zu werden. Aber die SPD-Bundestagsfraktion sagt, beides weg, 103, 104a. Und außerdem, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Unionsfraktion, sofort streichen und nicht erst 2018. Dann hätten wir die richtige Entscheidung hier getroffen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Detlef Seif von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Danke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich wollte ja eigentlich eine rechtspolitische Rede halten und mich im Wesentlichen nur an den Rechtsvorschriften bewegen. Nachdem aber die Kollegen Ströbele und Petzold einiges gesagt haben, was nicht richtig ist, kann es so nicht stehen bleiben. Kollege Ströbele hat eingeleitet mit den Worten, wenn der § 103 des Strafgesetzbuchs abgeschafft wird, ist das Strafverfahren gegen Böhmermann beendet. Meine Damen und Herren, das ist rechtlich falsch. Erdogan hat einen Strafantrag gestellt nach § 185 des Strafgesetzbuchs. Alleine deshalb wird ein Strafverfahren durchgeführt. § 103 des Strafgesetzbuchs betrifft eine Spezialvorschrift, die führt zu einer Strafverschärfung. Aber das ist Unwahrheit, wenn man sagt, das Verfahren wäre beendet. Nein, es wird ein Verfahren durchgeführt. Und zwar von der Justiz. Ja, von wem sonst? Ja, meine Damen und Herren, und eins ist doch klar, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ein hohes Gut, Satire, ganz klar, ist zulässig. Aber Herr Petzold, zu behaupten, dass, wenn § 103 des Strafgesetzbuchs bestehen bleibt, man dann in seiner Meinungsfreiheit, in der Pressefreiheit beeinträchtigt ist, ist nicht richtig. Ich stelle immer wieder fest, insbesondere bei Bevölkerung, aber auch bei Medien, aber auch teilweise bei Kollegen, das, was Böhmermann gesagt hat in seinem angeblichen Schmähgedicht, ist nicht allgemein bekannt. Da werden einige Fetzen rausgerissen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich lese Ihnen das mal vor, damit man weiß, was ist denn hier überhaupt gesagt worden. Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident.
Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner. Selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt statt schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, der Mann ist schwul. Pervers, verlaust und zoophil, Rezept Fritzel Priklopil, sein Kopf so leer wie seine Eier. Der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Meine Damen und Herren, da brauche ich nicht lange drüber nachzudenken. Hier werden Ressentiments bedient. Hier wird eine Person in ihrer Ehre ganz klar angesprochen. Die Justiz hat zu entscheiden, ob diese Ausdrucksweise in dieser Form noch gedeckt ist von der Meinungs- und Pressefreiheit, und zwar unabhängig von dem Paragraphen 103 des Strafgesetzbuchs. Aber lassen Sie das mal in Gänze auf sich wirken. Ohne Ansehen der Person versetzen Sie sich in Erdogan und überlegen, wie Sie dazu stehen würden. So, und jetzt kommen wir zur Rechtsdogmatik. Richtig ist, dass der Paragraph 103 eine Spezialvorschrift im Verhältnis zu den allgemeinen Beleidigungsvorschriften nach Paragraphen 185 fortfolgende vorsieht. Voraussetzung ist die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts. Der Kollege Ulrich hat das auch vorgetragen, eines ausländischen Regierungsmitglieds, das sich in Deutschland aufhält, oder des Leiters einer diplomatischen Vertretung, also insbesondere eines Botschafters. Die Tathandlung muss in der Tat den allgemeinen Beleidigungsvorschriften entsprechen, zunächst einmal, also allgemeine Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung. Und das lässt dann zunächst mal den Schluss nahe, aha, es handelt sich um ein typisches, spezielles Beleidigungsdelikt. Und die Würde des Menschen ist gleich, die Ehre ist gleich, das ist das Argument von den Grünen und den Linken, deshalb dürfe hier keine Ungleichbehandlung erfolgen. Meine Damen und Herren, die Strafverfolgung findet nur statt, wenn die Bundesrepublik Deutschland zu dem entsprechenden Staat, dessen Staatsbürger, Staatspräsident beleidigt ist, diplomatische Beziehungen unterhält. Die Wechselseitigkeit muss verbürgt sein zum Zeitpunkt der Tatbegehung und zum Zeitpunkt der Prozessführung. Es muss ein Strafverlangen vorliegen, und dieses zusätzliche Strafverlangen der türkischen Regierung über die Botschaft neben dem Strafantrag von Erdogan ist auch erfolgt. Und die Bundesregierung, das heißt in dem Falle insbesondere der Außenminister, auch wenn die Kanzlerin das erklärt hat, muss eine Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt haben. Jetzt ist richtig, dass die Vorschrift auf historische Annalen zurückgeht. Preußisches Allgemeines Landrecht 1794. Etliche Länder des Deutschen Bundes haben die Vorschrift dann übernommen. Die wurde auch ins Reichsstrafgesetzbuch aufgenommen. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde sie zunächst mal gestrichen. Warum? Weil Deutschland keine außenpolitischen Beziehungen unterhalten durfte, durfte keine Außenpolitik mehr machen. Und deshalb war der Zweck der Vorschrift, nämlich der Schutz außenpolitischer Beziehungen, entfallen. Und insoweit ist die Rechtsvorschrift 1953 erst eingeführt worden, in etwas veränderter, modifizierter Form. Es ist also keine Vorschrift, die in dieser Form seit etlichen hundert Jahren irgendwo gestanden hätte. Und wörtlich heißt es in der Begründung auch, der Kollege Ulrich hat das ja auch schon allgemein ausgeführt, aber wörtlich heißt es hier, solche Handlungen können geeignet sein, das friedliche Zusammenleben Deutschlands mit anderen Völkern zu beeinträchtigen und sind daher im Interesse der Völkergemeinschaft unter Strafe zu stellen. Die besondere Strafwürdigkeit der Tat ergibt sich daraus, dass sich in dem Angegriffenen die ausländische Staatshoheit verkörpert. Es handelt sich um den Schutz der zwischenstaatlichen Beziehungen und nicht um den besonderen Schutz der Ehre einer Einzelperson. So schon der Gesetzgeber in der Begründung aus dem Jahr 1953. Es ist somit erkennbar falsch, wenn man sich hier auf den Gleichheitsgrundsatz bezieht. Schutzvorschrift sind die internationalen Beziehungen.
Deshalb muss man wohl überlegen, wenn man an dieser Vorschrift Änderungen vornimmt. Sie steht in einem System des internationalen Schutzes, des Schutzes der internationalen Rechtsbeziehungen im Strafgesetzbuch. Und die Kanzlerin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man hier genau hingucken muss, ehe man Änderungen vollzieht. Auch bei den Vorschriften Verunglimpfung des Bundespräsidenten oder üble Nachrede und Verleumdung von Personen, die im politischen Leben stehen. Auch diese Vorschriften verfolgen letztlich nicht den Ehrschutz, sondern die eine Vorschrift verfolgt den Schutz des Amtes des Bundespräsidenten. Und Personen, die in der Öffentlichkeit politische Tätigkeit ausüben, sind geschützt vor öffentlich ausgesprochenen, üblen Nachreden oder Verleumdung, also Tatsachenbehauptungen, die sich auf das Amt beziehen und die Gefahr laufen, dass derjenige in seiner Amtsführung beeinträchtigt wird. Und was ist daran falsch? Jemanden, der eine Straftat begeht, nämlich ganz klar eine üble Nachrede oder Verleumdung, und dann auch noch die Existenz, die politische Existenz jemanden, der ein Amt ausübt, hier gefährdet, wenn man den einer gewissen Strafverschärfung unterstellt. Deshalb muss man hier auch ganz genau hingucken. Der letzte Punkt, der Antrag der Grünen, ist sehr schwierig, weil er besteht nur aus drei Sätzen. Da ist bei den Linken schon mehr Differenzierung vorhanden. Bei dem Streichen der Verfolgungsermächtigung muss man unterscheiden. Das ist gesagt worden. Einerseits ist das anzulehnen an das Antragsdelikt. Ich glaube, Kollege Ulrich hat das auch gesagt. Ja, wenn eine Körperschaft zum Beispiel beleidigt wird, muss die Körperschaft zustimmen. Wenn der Bundespräsident verunglimpft wird, muss er zustimmen. Das ist quasi wie beim Antragsdelikt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Verfolgungsermächtigungen. Und zwar ist das im Bereich der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ich komme dann noch gleich zum Ende. Zeit ist relativ abgelaufen. Die Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und der Terrorismusfinanzierung. Bei diesen Straftaten, nämlich in den Fällen, in denen zumindest ein Teil der Tatbegehung außerhalb der Europäischen Union stattgefunden hat, soll der außenpolitisch sinnvoll erachteten Handhabung dieser Rechtsvorschrift Rechnung getragen werden. Das ist der Grund, warum hier letztlich der Justizminister die Ermächtigung erteilen muss. Auch bei dieser Vorschrift macht es letztlich Sinn, diese in dieser Form oder zumindest in ähnlicher Form beizubehalten. Was Sie heute vorgelegt haben, ist ein Schnellschuss. Diese Vorschriften in der Systematik des Gesetzes und bei der Wichtigkeit des Themas dürfen nicht einzelfallbezogen angegangen werden, ohne Herr Kollege, Ansehen der Person. Kollege, es wäre schön, wenn Sie Ihren Worten Taten folgen lassen. Und jetzt kommt meine Sie Tat. Sie müssen zum Schluss kommen. Deshalb heute keine Änderungen, drüber nachdenken, beraten, Sachverständigenanhörung und dann sehen wir weiter. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Renate Künast von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und speziell Herr Seif. Es schützt Sie ja die Indemnität. Aber vielleicht können Sie uns nachher mal verraten, was Sie eigentlich geritten hat, das Gedicht jetzt hier zum Vortrag zu bringen. Niemand hat es getan. Niemand hat es getan. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand ja das Gedicht von Böhmermann, das Gedicht jetzt in Teil, nicht besonders klug, nicht besonders intelligent, hohe Kunst auch nicht. Seine Redenschreiber sind schlechte, wahrscheinlich war er nur neidisch auf extra drei und dachte, da setze ich was drauf. Aber es war nur eingebettet in eine Gesamtkonstruktion Satire. Ich da meine, wir dürfen uns nicht vorschreiben lassen, was bei uns im Land Satire ist durch einen Ausländer, wo immer er herkommt. Ja, das entscheiden wir selbst, das legen auch bei uns die Gerichte aus. Ich meine auch, dass man deshalb an einen Herrn Böhmermann mit seinem Vorspann und seinen Ziegenfantasien, krude, sagt ja auch was über ihn aus, ja. Dass das aber Satire ist oder sein kann, wird dann das Gericht oder die Staatsanwaltschaft entscheiden. Ich glaube nicht, dass darin wirklich außenpolitischer Schaden liegt. Aber ehrlich gesagt war ich sehr peinlich berührt für dieses Haus, dass als Sie als Mitglied des Deutschen Bundestages diesen Text hier verlesen haben. Zu Herrn Ulrich,
der ja meinte, man soll Gesetze nicht am Maßstab der momentanen Erregung einzelner MdBs messen. Ich sage Ihnen mal ehrlich, wenn wir jemand erregt sind, sind es ja zwei, Herr Erdogan und danach Frau Merkel, die im Telefongespräch sich gleich distanzierte und, und. Sie kommen hier, Herr Ulrich, mit der Sorgfaltseinrede. Ich sage Ihnen mal, gerne beraten wir sorgfältig. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, Herr Ulrich, dass wir vor dem 1. Januar 2018 in der Lage sein werden, so viel Kompetenz ist hier vorhanden, auch durch potenzielle Sachverständige, wir werden vor dem 1. Januar 2018 in der Lage sein, sorgfältig eine Gesetzeserarbeitung zu machen. Ja? Das könnten wir innerhalb einiger Monate hinkriegen. Das ist doch fast eine Debatte aus Absurdistan. Die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende der CDU, nachdem sie erst einmal eine ordentliche Wende vollzogen hat in ihrer Auffassung, sagt, diese Regelung muss man streichen. Der Bundesjustizminister sagt es, alle Fraktionen im Haus sagen es. Sie haben sogar als GroKo eine 80-prozentige Mehrheit hier, aber es soll dann lieber nicht entschieden werden. Das riecht schon so fast so wie Arbeitsverweigerung. Ich sage Ihnen, was nach Auffassung aller hier in diesem Hause, und wir sind der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin, was nach Auffassung aller Fraktionen, aller Abgeordneten hier im Hause falsch ist, 2018, kann auch heute nicht richtig sein. Und was sollen wir das Ganze eigentlich zu den Staatsanwälten und Gerichten schieben? Was ist das eigentlich? Sie wissen, alle sind der Meinung, das ist falsch und wir werden es abschaffen. Insofern ist es keine normale Gesetzesberatung, weil man sagt, da ist ein Problem und nicht weiß, ob oder wie man es löst oder ob man am Ende bei der alten Rechtslage bleibt. Nein, hier wissen wir schon, diesen Paragraphen soll es nicht mehr geben, und zwar alle. Und dann nehmen wir diese heiße Kartoffeln und werfen sie den Staatsanwälten und Gerichten zu, weil die erste Gewalt, die Gesetze machen muss, zu feige ist, sich dürfen zu trauen zum jetzigen Zeitpunkt. Was glauben Sie, was da eigentlich passiert? Dann gehen Sie dann mal in den Kriminalgerichten, in die Besenkammern, in die Hinterzimmer und sonst wie. Da stehen dann die Aktenwagen, die die Staatsanwälte da reinschieben und abschließen und die Schlüssel wegschmeißen, weil die sich sagen, wir sind ja nicht blöd, dass wir heute Verfahren mit aufwendiger Beweisaufnahme durchführen. Und das Gedicht, das Sie zitiert haben, müsste dann ja auch noch, würde von Anwälten noch in die Beweisaufnahme gezogen. Ja, wahrscheinlich kommt dann noch, werden noch Ziegen vor Gericht vorgeführt, meine Damen und Herren. Gruselige Vorstellung. Das werden die doch nicht durchziehen. Die werden diese Aktenwagen irgendwo verlustig gehen lassen, meine Damen und Herren. Und ich finde, das ist dem Ganzen auch nicht würdig. Es ist nicht würdig, dass andere sagen, was bei uns Satire ist. Es ist aber auch nicht würdig, dass dieses Haus eine systematische kollektive Arbeitsverweigerung macht, das dann dazu führt, dass Staatsanwälte und Gerichte sie am Ende auch machen, meine Damen und Herren, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt und weil sie wirklich mit ihren engen Personalkapazitäten anderes zu tun haben, meine Damen und Herren. Tragisch ist, dass jetzt ein Gesamtkunstwerk entstanden ist, bei dem Erdogan, also das Vorspann und das Gedicht, ja. Und dann haben sich Erdogan und Merkel zu Teilhabern gemacht und Herr Seif jetzt auch noch, dass ihre Karriere was ordentlich dazu beiträgt, werden wir ja sehen, meine Damen und Herren. Ich meine eines, wir können an der Stelle, müssen wir die Kunstfreiheit schützen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns diesmal ein wirklich zügiges Verfahren durchführen. Lassen wir uns diese Situation nutzen, dafür auf was anderes hinzuweisen, nämlich dass in der Türkei 33 Journalisten im Gefängnis sitzen. 7.000 Journalisten auf Weisung von Erdogan ihren Job verloren haben. Lassen Sie uns zeigen als Vorbild, was Freiheit ist und uns in dieser schizophrenen Situation nicht erpressen lassen. Und dazu gehört nicht nur, dass wir ein gewisses Standing haben, sondern dass wir auch den Paragraphen abschaffen, den andere zu unserer Erpressung benutzen wollen. Als nächster Redner spricht Christian Fliesig von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Seif, ich schließe mich den Ausführungen, den Vorbemerkungen von Frau Künast vollends an. Ich sage auch, Sie hätten sich das Zitat schlichtweg sparen können und insbesondere deswegen, weil Sie ja den Anspruch hatten, eine rechtspolitische Rede zu halten. Und für die rechtspolitische Beurteilung, für die rechtliche Beurteilung ist der Gesamtkontext entscheidend. Und Sie haben Ihr Zitat nämlich aus diesem Kontext herausgerissen. Meine Damen und Herren, die Entrümpelung des materiellen Strafrechts bedarf manchmal äußerer Anlässe.
Anlässe, die man sich vielleicht nicht wünscht, die aber wiederum zeigen, wie sehr aus der Zeit gefallen mancher Straftatbestand unseres geltenden Rechts ist. Die Strafvorschriften der Paragraphen 103 und 104a StGB, über deren Abschaffung wir heute beraten, sind solche Vorschriften, die aus der Zeit gefallen sind. Und aus Anlass der sogenannten Affäre Böhmermann, die eigentlich eine Affäre Erdogan ist, wurde uns dies drastisch vor Augen geführt. Die Regelungen des Paragraphen 103, so wie wir sie heute kennen, gibt es schon seit den 1950er Jahren. Aber erst in den 1960er Jahren wurden sie massenhaft angewendet. Sie erlangten ihren heute noch gebräuchlichen Spitznamen, als der damalige Schah von Persien in jeder Kritik an seiner Person eine Beleidigung seiner selbst sah und eine Strafverfolgung dieser Majestätsbeleidigung durch den deutschen Staat verlangte. Der Schah von Persien, den gibt es heute nicht mehr. Geblieben ist aber der Schah-Paragraph und geblieben sind auch ausländische Staatsoberhäupter, die sich ziemlich schnell beleidigt fühlen. Und so konnte sich die Geschichte in der Vergangenheit auch wiederholen. Was 1964 die Redakteure des Kölner Stadtanzeigers waren, die sich mit einer Fotomontage über den Schah lustig machten, das war 1987 Rudi Carrell, der das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Khomeini verspottete. Das war 2001 Jan Weiler, der das japanische Kaiserpaar auf die Schippe nahm. Das sind heute die Redakteure von Extra 3, das ist Jan Böhmermann und das ist Matthias Döpfner. Wer diese Liste betrachtet, meine Damen und Herren, der muss feststellen, manchmal sagt die Einleitung eines Strafverfahrens mehr über den Anzeigerstatter als über den Beschuldigten aus. Und zur Analyse gehört auch, dass das Skandalisierungspotenzial im materiellen Recht dieser Vorschriften bereits angelegt ist. Denn zur Staatsaffäre konnten einige dieser Fälle nur deswegen sich entwickeln, weil das Strafgesetzbuch die Bundesregierung derart einbezieht, dass sie zur Strafverfolgung wegen Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten ermächtigen muss. Was eigentlich eine Privataffäre ist und eigentlich auch eine Privataffäre bleiben sollte, wird damit qua Gesetz zur Staatsaffäre gemacht. Diese Rechtslage ist unnötig und sie ist anachronistisch. Und meine Damen und Herren, sie ist unnötig, weil auch bei Abschaffung der Sondervorschrift des Paragraphen 103 StGB das ausländische Staatsoberhaupt, darauf ist hingewiesen worden, nicht schutzlos gestellt ist. Jede Person kann wie jeder Bürger dieses Landes auch nach den allgemeinen Beleidigungsparagraphen vorgehen. Die Bundesregierung ist dann außen vor. Und anachronistisch ist diese Rechtslage, weil es im 21. Jahrhundert völlig unangemessen ist, ein Sonderstrafrecht für bestimmte Personengruppen festzuschreiben, die in besonderer Weise Gegenstand einer kritischen Berichterstattung oder auch einer künstlerisch-satirischen Auseinandersetzung sind. Die präventive Funktion des Strafrechts soll zur Rechtstreue anhalten. Sie darf nicht zur Selbstzensur führen. Der Anachronismus tritt dann auch besonders deutlich zutage, wenn das ausländische Staatsoberhaupt selbst nicht gerade durch Liebe zum Rechtsstaat, zur Freiheitlichkeit, zur Demokratie auf sich aufmerksam gemacht hat. Paragraph 103, meine Damen und Herren, macht hier leider keinen Unterschied. Es schützt jedes ausländische Staatsoberhaupt, den demokratisch gewählten Präsidenten, genauso wie den pseudodemokratisch gewählten Präsidenten und auch den gewaltsamen Despoten. Das kann nicht richtig sein. Wenn man eine so unnötige und aus der Zeit gefallene Vorschrift des materiellen Strafrechts entdeckt, dann muss man sofort die notwendigen Konsequenzen ziehen. Zu fordern, diese Vorschrift abzuschaffen, gleichzeitig aber Herrn Erdogan im konkreten Fall den roten Teppich für ein Strafverfahren gegen Herrn Böhmermann auszurollen, ist nicht nur widersprüchlich, es ist auch in höchstem Maße politisch unklug. Deswegen wäre die Bundeskanzlerin auch gut beraten, hier auf die SPD zu hören und eine unverzügliche Streichung dieses Paragraphen zu unterstützen. Meine Damen und Herren, Gerichte werden in Deutschland klären, inwieweit das, was Sie aus dem Kontext herausgerissen zitiert haben, Herr Kollege Seif, tatsächlich strafrechtliche Relevanz hat oder nicht. Meine Fraktion wird sich aber für die sofortige Streichung beider Paragraphen einsetzen. Wir werden hierfür in Kürze einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen und wir werden
weil nun mal die Anträge der Opposition in diesem Punkt einige auch handwerkliche Mängel haben, dem nicht beitreten können. Aber wir laden Sie alle herzlich ein, meine Damen und Herren, dann unseren gemeinsamen Fraktionsentwurf zu unterstützen. Das wird ein wesentlicher Schritt für eine sofortige Streichung dieser Paragraphen sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht für die CDU-CSU-Fraktion Thorsten Frei. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren, das hat die bisherige Debatte ja schon gezeigt, eine spannende rechtspolitische Frage, die jede Menge juristische Problemstellungen aufwirft und darüber hinaus natürlich auch außenpolitische Implikationen hat, die das Ganze umso komplexer macht. Und es ist schon bemerkenswert, dass es einem Komiker und Satiriker durch eine förmliche Guerilla-Aktion ein weiteres Mal gelungen ist, eine gesellschafts- und auch staatspolitische Debatte bei uns im Land anzustoßen. Das war letztes Jahr das Faru-Fake-Video, das ist jetzt dieses Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan. Und natürlich, und das will ich an dieser Stelle sagen, und das hat ja auch diese Debatte gezeigt, ist es zutiefst verletzend, ist es ehrabschneidend und ist es auch absolut inakzeptabel, wie in Form, Inhalt, Art und Weise dieses Gedicht auch in diesem Zusammenhang vorgetragen worden ist. Und trotz allem ist es mit Sicherheit so. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Herr Kollegin, bitte? Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja, so früh schon. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Das entscheide ich nicht, wie Sie wissen. Kollege Frei, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ja. Etwas verwundert war ich gerade, dass Sie in einem Zuge Varu Fake und das Schmähgedicht zusammen genannt haben. Ist Ihnen bekannt, dass Böhmermann für Varu Fake den Grimme-Preis bekommen hat? Ich habe insbesondere darauf Bezug genommen, Frau Kollegin, dass es natürlich in gewisser Hinsicht problematisch ist, wenn man auch zum Gegenstand solcher Satire-Werke letztlich die Konfrontation und die Auseinandersetzung mit ausländischen Staats- und Regierungsvertretern macht. Und unabhängig davon, ob es dafür einen Preis gab oder nicht, entzieht sich das eben auch nicht einer politischen Bewertung. Und deshalb habe ich diesen Zusammenhang hergestellt. Und ich halte ihn, auch wenn es unterschiedliche Sachverhalte sind, durchaus für richtig. Meine verehrten Damen und Herren, ich glaube, man kann über den Inhalt und die Form, ich hatte es angesprochen, unterschiedlicher Meinung sein, auch zu einem klaren Ergebnis kommen. Aber jedenfalls ist klar, dass es Grenzen gibt, auch für die Grundfreiheiten unserer Verfassung. Es gibt eben nicht nur die Kunstfreiheit, es gibt nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern all diese Freiheiten haben dort ihre Grenzen, wo letztlich andere Werte mit Verfassungsrang tangiert werden. Und das ist nicht zuletzt das Persönlichkeitsrecht. Und deshalb, glaube ich, ist es für uns auch nicht entscheidend, die Frage zu diskutieren, ob wir jetzt hier links oder rechts der Frage einer Strafbarkeit dieses zu verorten haben. Denn das hat in Deutschland, Gott sei Dank, weder die Exekutive noch die Legislative, das hat in Deutschland, Gott sei Dank, das zuständige Gericht zu entscheiden. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, halte ich die Entscheidung der Bundesregierung auch für zutreffend und richtig. Erstens, nach 104 des Strafgesetzbuches die entsprechende Ermächtigung zu erteilen und zweitens darüber hinaus auch nicht jetzt in einem Schnellschuss, meine Kollegen haben das ausführlich rechtspolitisch dargelegt, in einem Schnellschuss über die Abschaffung eines alten Straftatbestandes zu sprechen, sondern das wirklich auch zum Gegenstand von umfassenden Überlegungen zu machen. Denn es ist ja richtig, was gesagt worden ist. Keine Strafvorschrift steht am Ende des Tages für sich alleine, sondern sie ist in einen Gesamtzusammenhang zu rücken. Und insbesondere mein Kollege Ulrich hat ausführlich darauf hingewiesen, dass es durchaus Änderungsmöglichkeiten und Änderungsbedarf gibt, aber dass das letztlich auch eine ausführliche Debatte möglich macht. Und ich will Ihre Fragen mit einer Gegenfrage beantworten. Was ist denn der Grund dafür, dass man jetzt eine uralte Regelung, über dessen Richtigkeit man erstens unterschiedlicher Meinung sein kann und
zweitens ich von der Ihrigen nicht weit entfernt bin, warum muss das jetzt in einem Schnellschuss beseitigt werden? Warum muss man hier einen Sondertatbestand herausgreifen, ohne dass man sich die Beleidigungstatbestände insgesamt anschaut? Herr und Kollege, lassen Sie noch mal eine Zwischenfrage zu vom Kollegen. Ach, ich würde sagen, ich rede jetzt mal weiter und wenn sich die Zwischenfrage dann immer noch ergibt, dann ist ja auch die Möglichkeit für eine Intervention am Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass diese Entscheidung der Bundesregierung richtig war. Dass man in der Tat dafür sorgen muss, dass Recht Recht ist und Außenpolitik Außenpolitik. Genau diese Unterscheidung hat die Bundesregierung gemacht und deshalb war diese Entscheidung korrekt und richtig. Und ich glaube, ein weiteres. Natürlich ist es auch ein Beispiel dafür, gerade denen deutlich zu machen, die nicht glauben, dass Gewaltenteilung tatsächlich ein konstitutives Element einer freiheitlich-demokratischen Verfassung und Grundordnung ist, zu zeigen, was Gewaltenteilung tatsächlich bedeutet. Und natürlich ist es richtig, an dieser Stelle auch über Sinn und Unsinn des Paragraphen 103 des Strafgesetzbuches insgesamt und losgelöst vom Fall nachzudenken. Und da gebe ich Ihnen in weiten Teilen recht, dass es natürlich eine Vorschrift ist, die ein Stück weit auch aus dem Rahmen gefallen ist und aus der Zeit gefallen ist. Etwas, was 1871 oder auch schon davor in früheren Landesstrafgesetzbüchern richtig war, das muss heute keineswegs mehr richtig sein. Während es früher eben so war, dass die Beleidigung eines Staatsoberhauptes letztlich gleichzusetzen war mit der Beleidigung eines Staates, und es in früheren Zeiten auch zum Ausbruch eines Krieges mit hohem Blutzoll führen konnte, ist es heute eben nicht mehr so. Auf so etwas würde sich kein Mensch in Deutschland berufen. Und deshalb, auch das ist vorhin gesagt worden, spricht es eher gegen denjenigen, der sich auf eine solche Regelung beruft, als auf denjenigen, der dadurch in Anspruch genommen wird. Ich will als Maßstab einfach nur eines sagen. Wer eine solche Vorschrift für sich in Anspruch nimmt, der zeugt davon, dass er nicht über die notwendige Souveränität verfügt und dass er letztlich offensichtlich auch eine relativ schwache Stellung hat. Unsere Bundeskanzlerin war es, die in der Vergangenheit mehrfach gezeigt hat, was der Maßstab für einen Staats- oder Regierungschef ist. Wenn ich etwa an die inakzeptablen Schmähungen in Athen im vergangenen Sommer denke, da hat unsere Bundeskanzlerin gezeigt, wie souverän man auch mit solchen absolut deplatzierten Anwürfen, Anschuldigungen und Schmähungen umzugehen hat. Das ist sicherlich die richtige Herangehensweise. Ein weiteres ist, ich glaube, dass das Schutzgut des Paragraphen 103 Strafgesetzbuch letztlich in einer globalen Informationsgesellschaft durch solche Regelungen nur noch eingeschränkt berücksichtigt werden kann. Und deshalb muss man, glaube ich, auch im Blick haben, dass in einer Zeit, in der diese Informationen weltweit und zeitgleich zur Verfügung stehen, in unterschiedlichen Gesellschaften sehr unterschiedlich gehandhabt und betrachtet werden. Und deshalb muss man darüber genauso nachdenken wie bei der Frage, inwieweit es zu Veränderungen, auch gesellschaftlichen Veränderungen, mit Auswirkungen auf die Rechtsprechung in unserem Land selbst gekommen ist. Wenn man sich beispielsweise anschaut, die wenigen Fälle, in denen nach § 103 geurteilt wurde, dann sind das Dinge, die ganz unterschiedlich entschieden worden sind. Etwa in den 60er Jahren beim Schah oder in den 70er Jahren bei der chilenischen Militärdiktatur. Da sind andere Entscheidungen getroffen worden als 2006, als es um Papst Benedikt ging. Und deshalb, glaube ich, muss man letztlich auch berücksichtigen, dass gesellschaftliche Veränderungen immer auch Auswirkungen auf die Rechtsprechung haben und deshalb gleiche und vergleichbare Fälle anders betrachtet werden als in früheren Jahren und Zeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, man muss an dieser Stelle auch die außenpolitischen Wirkungen berücksichtigen. Und da muss man eben sehen, dass es in diesem Fall so war, dass letztlich auch die Vorstellungswelten ausländischer Staats- und Regierungschefs in unsere nationale Debatte überschwappen konnten. Und deshalb ist es sicherlich etwas, was nicht am Ende sich in der Rechtsprechung niederschlagen wird. Da bin ich absolut überzeugt davon.
Aber dass wir uns letztlich mit Debatten beschäftigen, die in andere Länder gehören, das halte ich am Ende auch nicht für angemessen. Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass sich hier jemand auf den Paragraphen 103 beruft, der andererseits in seinem Land sehr differenziert mit der Frage umgeht, was jetzt eine Beleidigung ist und was nicht. Der einerseits seit 2014 etwa 2000 Strafverfahren aufgrund dieser Beleidigungstatbestände angeführt hat, aber andererseits den Oppositionsführer im Parlament als politischen Perversling bezeichnet. Das sind Dinge, die letztlich nicht zusammenpassen. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, es ist insbesondere deutlich geworden, dass das auf denjenigen zurückfällt, der so etwas tatsächlich anstrengt. Wenn man all diese Dinge berücksichtigt, dann ist, glaube ich, eines vollkommen deutlich geworden. Es gibt viele gute Gründe, und darauf hat die Bundeskanzlerin hingewiesen, diesen Paragraphen 103 zu ändern und abzuschaffen. Aber es sind eben auch viele Überlegungen, die dabei berücksichtigt werden müssen. Und deswegen ist mir in dieser Debatte nicht ein plausibler Grund benannt worden, warum das jetzt sofort geschehen muss, sondern nicht nach einer ausgiebigen und intensiven Überlegung und auch parlamentarischen Debatte. Vielleicht kann es mir der Herr Dr. Fechner erklären. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Dehn das Wort zu einer Intervention. Ja, also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie den politischen Zusammenhang erwähnt haben und gesagt haben, alle diese Dinge gehören ja eingebettet und auch mitgedacht im politischen Zusammenhang. Ich erinnere nur daran, dass bevor eine Gegnerschaft mit der NATO sich zuspitzte in unserer Boulevardpresse, fast jeder, auf den sich das bezog, als Hitler bezeichnet wurde. Ob das Milosevic war, ob das jetzt Putin ist, ob das Saddam Hussein war, sie waren immer Hitler. Also drunter ging es ja auch nicht. Und da ist ja Ziegenficken im Vergleich jetzt nicht gerade das Superlativ an Schmähungen oder Beleidigungen, die man, oder Hofmord, was man jemand angedeihen lassen kann. Ich finde, dass Herr Self, dass Herr Seif das jetzt hier vorgetragen hat, auch nicht dramatisch, weil es ist ja so absurd, dass es eigentlich dabei nur um die Freiheit für etwas völlig Absurdes. Kein Mensch auf dieser Welt, der Erdogan liebt oder Erdogan hasst, wird davon ausgehen, dass er Ziegen fickt. Und deswegen ist es völlig absurd. Und es ist auch in dem Zusammenhang als absurd gezeigt worden. Es ist eine dadaistische Form. Und ich denke, da soll auch im Zweifelsfalle das bei der Freiheit sein. Was mich ein bisschen geärgert hat, das ist so ein bisschen die Tendenz auch von Frau Künast, dass Ziegenficken auf Minderheiten unterdrücken gereimt wird. Weil Letzteres ist ja tatsächlich so in dieser Dramatik auch gewesen. Und wenn jetzt Erdogan auch noch die anklagen will, die den Böhmermann unterstützt haben, also Hallerford und viele andere, da zeigt das ja auch, welche Dimension diese Staatsaffäre hat. Ich wollte Sie nur fragen, Herr Kollege, ob Sie denn glauben, weil Sie den politischen Zusammenhang sehen, und das wird ja allgemein so diskutiert in der Öffentlichkeit, ob denn die Ermächtigung für ein Strafverfahren durch Frau Merkel tatsächlich auch so stattgefunden hätte, hätte es diesen schmutzigen Deal mit der Türkei, was die Flüchtlinge anbetrifft, nicht gegeben. Der Eindruck bei vielen ist, dass bei einigen Fünfe gerade gelassen sein wird, aber in diesem Falle, dass dieses Deals wegen mit dieser Art und Weise behandelt wurde. Herr Kollege Dehm, ich möchte Ihnen gerne in drei Punkten auf Ihre Frage antworten. Erstens, der von Ihnen insinuierte Zusammenhang gibt es nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Bundesregierung auch in jedem anderen Falle so entschieden hätte, weil es der aktuellen Rechtslage entspricht und weil auch kein einziger außenpolitischer Grund sichtbar ist, warum die Bundesregierung, warum die Bundeskanzlerin in diesem Falle ihre Ermächtigung hätte versagen müssen. Zweitens, Ihre Wortmeldung spricht ein gutes Stück weit für sich selbst, für Ihre Haltung und Ihre Sichtweise. Ich möchte mir diese in keinster Weise zu eigen machen. Und drittens, Sie haben in Ihrer Wortmeldung eines getan, wovon ich in meiner Rede ja sehr deutlich gesagt habe, dass es uns als Legislative nicht zusteht. Nämlich die Frage, ob das jetzt noch zulässige Meinungsfreiheit ist, ob das ein Kunstwerk ist oder eben nicht,
Ob es gegen die Persönlichkeitsrechte eines anderen verstößt, das ist nicht die Aufgabe eines Parlaments. Das entscheiden am Ende Gerichte. Da gehört es hin und deshalb werde ich eine solche Bewertung auch nicht vornehmen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will an das anknüpfen. Die Bewertung, wie dieser Text zu bewerten ist, wird von Gerichten getroffen werden. Ich bitte aber die Kolleginnen und Kollegen trotzdem zu berücksichtigen, dass wir im deutschen Parlament sind und dass man auch bei Zitaten dieses nicht völlig vergessen sollte, sondern wirklich mit berücksichtigen sollte. Ich denke, es ist diesen Hinweis ist meines Erachtens wirklich notwendig. Auch wenn es mir nicht zusteht, Reden zu bewerten, ich bitte trotzdem, dass jeder dieser Verantwortung sich auch bewusst ist, die er hier im Deutschen Bundestag hat. Ich schließe die Aussprache. Entschuldigung, jetzt habe ich den letzten Redner fast nicht mehr genannt. Dr. Johannes Fechner von der SPD hat das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Die heute hier zur Debatte stehende Majestätsbeleidigung im § 103 geregelt, die sorgte in den vergangenen Jahrzehnten ja nur für sehr wenige Verfahren und Verurteilungen. Wurde August Bebel noch für harmlose Kritik am Kaiser zu 9 Monaten Haft verurteilt und wurden 1894 rund 300 Personen wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, darunter viele Sozialdemokraten, so gab es in den letzten Jahren ja kaum noch Verurteilungen. Der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung war ein Herrschaftsmittel, um Proteste und Kritik zu unterdrücken und kritische Bürgerinnen und Bürger einzuschüchtern. Dafür gibt es in einem modernen Rechtsstaat keine Rechtfertigung mehr. Die Zeiten, in denen Herrscher und Regenten ihre Macht durch solche Straftatbestände absichern konnten, sind vorbei. Wir müssen deshalb diesen Tatbestand der Majestätsbeleidigung sofort abschaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt aus meiner Sicht eben keinen Grund, weshalb der normale Bürger, die normale Bürgerin strafrechtlich anders behandelt werden sollte als ein ausländischer Staatschef. Und das gilt umso mehr, wenn es sich bei einem Staatschef um eine Person mit zweifelhaftem Demokratieverständnis handelt, der die Pressefreiheit mit Füßen tritt und den Rechtsstaat demontiert. Auch deshalb müssen wir diese Sonderbehandlung in § 103 streichen. Dadurch entstehen noch keine Strafbarkeitslücken. Wir haben den Straftatbestand der Beleidigung oder der üblen Nachrede. Und deshalb gibt es genügend Straftatbestände, um die Ehrverletzungen von Personen zu ahnden, und zwar unabhängig von ihrem politischen oder beruflichen Status. Und deshalb lassen Sie uns diesen alten Zopf der Majestätsbeleidigung abschaffen. Ob das Gedicht von Jan Böhmermann nun künstlerische Satire war oder aber eine Straftat darstellt, das müssen wir hier als Gesetzgeber nicht beurteilen, denn nach der Gewaltenteilung ist das mit guten Gründen Sache der Justiz. Und ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust, mich hier im Hohen Haus mit Ziegenfantasien oder Ähnlichem zu beschäftigen. Auch ich fand es beschämend, wie die Wortwahl hier teilweise ausfiel. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes Gut, das sich bewährt hat und das wir eher noch ausbauen sollten. Und deshalb macht es keinen Sinn, der Exekutive, also der Bundesregierung, die entscheidende Rolle dabei zuzumessen, ob es wegen dieses zweifelhaften Straftatbestandes zu einem Strafverfahren kommt oder eben nicht. Diese Ermächtigung des 104a, wir brauchen sie nicht. Wir haben eine bewährte Gewaltenteilung, sodass allein die Justiz entscheiden sollte, ob ein Strafverfahren durchgeführt wird oder nicht. Der Fall Böhmermann hat ja gerade gezeigt, dass eine Entscheidung der Bundesregierung in der Öffentlichkeit wie eine Vorverurteilung aufgefasst werden kann. Und es war richtig, dass die Kanzlerin hier ihr erstes Statement auch klargestellt hat. Sonst habe ich die Sorge, dass die Gefahr entsteht, die Bundesregierung würde vor zweifelhaften Diktatoren kuschen und würde das außenpolitische Wohlwollen von Diktatoren im Zweifel höher bewerten als den Schutz der eigenen Bürger vor längst überkommenen Strafvorschriften wie der Majestätsbeleidigung. Und vor allem dürfen wir nicht zulassen, dass ausländische Staatschefs diese Vorschrift ausnutzen, um Künstler oder Satiriker in Deutschland einzuschüchtern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch deswegen sollten wir die Ermächtigung in 104a streichen. Ich will
kein Geheimnis daraus machen, dass ich die Entscheidung der Kanzlerin, das Strafverfahren gegen Böhmermann zuzulassen, für falsch halte. Es gibt keinen Grund, auf Erdogan Rücksicht zu nehmen und ihm so die Möglichkeit zu geben, über den überkommenen Straftatbestand der Majestätsbeleidigung Druck auf Satiriker und Künstler hier in Deutschland auszuüben. Gerade wer wie er im eigenen Land die Pressefreiheit mit Füßen tritt, Journalisten verhaften und verfolgen lässt, der hat keinen besonderen Schutz seiner Ehre verdient, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Justizminister Heiko Maas sehr dankbar, dass sie eindeutig und klar gesagt haben, dass das Strafverfahren nach § 103 nicht hätte zugelassen werden sollen. Denn, Herr Frey, das ist die Antwort, wie können wir denn ein Strafverfahren zulassen, wenn wir uns alle einig sind, weitgehend, dass wir diese Norm nicht mehr brauchen, dass sie überholt ist und dass wir sie abschaffen sollten. Dann müssen wir so konsequent sein und auch kein Strafverfahren zulassen. Und auch hier sieht man, warum wir diese Norm abschaffen sollten. Und damit bin ich dann auch schon beim entscheidenden Mangel des Grünen-Antrags. Sie wollen offensichtlich nach wie vor die Bundesregierung und damit die Exekutive darüber entscheiden lassen, ob ein Strafverfahren durchgeführt wird. Sie wollen die Möglichkeit für die Bundesregierung im 104a belassen. Ich meine, dass dies ein Fehler ist. Wir sollten allein die Justiz entscheiden lassen, ob es hier zu einem Strafverfahren kommt, gerade in solchen heiklen Fällen. Und deswegen kann man Ihrem Antrag nicht zustimmen. Und den Herr Antrag Kollege Fechner, es gibt noch die Zwischenfrage. Ja, klar. Okay, bitte. Danke, Herr Kollege Fechner, für die Zulassung der Zwischenfrage. Danke, Frau Präsidentin. Kollege Fechner, Sie hatten jetzt gerade betont, dass Sie die Entscheidung des Bundesjustizministers und auch die Stellungnahme des Außenministers Frank-Walter Steinmeier ausdrücklich für richtig halten. Und ich habe mich deswegen zu dieser Zwischenfrage veranlasst gefühlt, weil Sie das auch im Ausschuss schon mal gesagt haben. Und ich habe dann gefragt im Ausschuss, und zwar auch den Staatssekretär und auch Sie, wo denn die materiell-juristische Begründung für diese Einschätzung ist, weil wir leben in einem Rechtsstaat. Dort haben wir gesetzliche Regelungen und solange die gelten, sind die anzuwenden. Und ich war damals verwundert, weil weder der Staatssekretär noch Sie damals eine materiell-juristische Begründung für diese Einschätzung haben liefern können. Und deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie jetzt bei der Gelegenheit die Chance nutzen wollen, mir diese heute zu geben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Selbstverständlich hole ich das gerne nach. Bitte das Versäumnis zu entschuldigen, wenn ich die Frage überhört haben sollte. Der Punkt ist einfach der, es geht hier um eine politische Ermessensentscheidung. Lasse ich das Strafverfahren als Bundesregierung zu, ja oder nein? Und wenn es sich hier um einen Herrn handelt mit zweifelhaftem Demokratieverständnis und wenn wir uns einig sind, dass es um eine Norm geht, die überholt ist, die aus der Kaiserzeit stammt, die kaum einen Anwendungsbereich hat, die nur der Einschüchterung dienen kann, dann sollten wir sofort diese Norm streichen. Das ist die materiellrechtliche Erklärung. Zu den Linken möchte ich auch einen Satz sagen, weil ich natürlich auch euren Antrag intensiv gelesen habe. Ich finde es hier widersprüchlich, dass ihr einerseits die Verunglimpfung des Bundespräsidenten straflos stellen wollt, auf der anderen Seite aber Verfassungsrichter, Regierungsmitglieder und Abgeordnete weiter besonders strafrechtlich schützen wollt. Ich finde, das ist ein Widerspruch und deswegen kann man eurem Antrag wegen dieser Unstimmigkeit nicht zustimmen. Dann zum Zeitpunkt der Abschaffung. In der Tat ist es offen in der Koalition, wann wir die Norm abschaffen wollen, beziehungsweise wann die Abschaffung in Kraft treten soll. Aus meiner Sicht wäre es völlig widersprüchlich und falsch, dieses Gesetz noch jahrzehntelang oder jahrelang bis 2018 oder darüber hinaus anzuwenden. Die Norm ist überholt, sie ist unnötig und sie dient, kann dazu dienen, dass Diktatoren in Deutschland Künstler und Satire-Künstler einschüchtern können. Und deshalb sind wir der Meinung, dass diese Vorschrift schnell und sofort abgeschafft werden sollte. Das Zeitalter der Majestätsbeleidigung ist vorbei, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Gesetzentwürfe auf den Drucksachen 81-23 und 82-72 in die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge? Das ist nicht der Fall, dann sind die Überweisungen so beschlossen.